Okay, Leute, willkommen zurück zu einem schönen Nurse-Gameplaychen hier. Denn Nurse wurde verändert und ich habe hier mal ein paar Add-ons von ihr. Und das erste ist, wenn ich fully charge, dann blinkt es direkt 20 Meter hinterher. Und ich bin direkt so weit gekommen. Und jetzt planen wir natürlich direkt mal Eruption drauf. Weil das Bild hier ist natürlich evil, was ich habe. Hallo, Bro. Haha. Okay. Und das andere ist, dass ich zurückblinken kann, wenn ich beide Blinks geused habe. Und jetzt blinken wir wieder mal 3000 Kilometer weit. Oh, das war vielleicht sogar ein bisschen zu weit. Aber I don't care. Wir kicken den Generator sonst einfach mal. Gut, und da war noch wer drin. Nowhere to hide, zeigt uns aber an. Ja, let's go. Und Chandler's Last Breath würde ich euch auch gerne zeigen, aber es ist halt hart zu zeigen, finde ich. Ja, let's go, Eruption ist drauf. Also Chandler's Last Breath, das ist irgendwie mehr sowas für Pros, kommt mir vor. Aber ganz ehrlich, das Direct Double Blink Add-on, das ist richtig stark, vor allem mit Barbecue kombiniert. Dann kannst du einfach sofort hingehen, wenn du jemanden siehst. I mean, wenn ich jetzt irgendwo jemanden sehe, was ich jetzt nicht tue, so ein schlechtes Beispiel, gehen wir einfach mal zu. Okay. Okay, fully charged gewesen, deshalb hat er direkt hinterher gemacht, aber ich habe es ein bisschen shorter gehalten. Oh, was? Let's go! Sehr stark. Ich glaube, ich habe da gerade was gehört. Und ich hau erstmal Eruption hier wieder drauf. Bevor ich sonst was mache. Sorry, Homie. Boah, gewifft! Schade. Marmelade. Aber weißt du was? Ich hook einfach zuerst und dann gehen wir weiter drauf. Scorch Hooks. Achso, ich hab. Ah, ja, stimmt. Hab ich gerade vorhin noch drin gehabt. Pain Resonance, aber habe ich ja rausgenommen jetzt. Für Barbecue, weil es einfach eine zu schöne Kombi ist. Und jetzt guck mal. Wo ist sie hingelaufen? Wo ist sie hingelaufen? Ah, da bist du. Die haben die Addons aber, glaube ich, schon gecheckt. Was? Wir verwirren uns hier gegenseitig. Gut. Schöner Hit. Das Ding ist, das soll halt ein Nurse-Nerf sein. Und die Addons sind halt von starken Addons zu anderen starken Addons rübergeswitcht. Also, I don't know, wo jetzt der Nerf-Aspekt ist. Und wow, da sehen wir gleich mal was. Und die hat off the record. Deshalb wird sie mir nicht angezeigt. Sehr, sehr gut. Nice. Und ja, das Einzige, was man wirklich als Nerf, finde ich, betrachten kann überhaupt, ist halt... Oh, ich dachte, sie double-backed. Ist halt, dass ihre Blink-Attacks jetzt als Special-Attacks gesehen werden. Was heißt, man kann keine One-Shot-Perks drauf applyen. Boah, gewhippt! Boah, ich werd geplayed! Shit! Und die lässt dich sterben. Oh, wo bist du jetzt hin, Homie? Oh, nein, du tötest mich! Nein! Zeig den Leuten noch nicht, wie scheiße ich eigentlich bin! Mach das nicht! Ja, jetzt habe ich den Hit drauf. Du bist scheiße, ich bin gut, siehst du. Amen. Nicht full aufladen, sonst komme ich zu weit. Ja, let's go. Sehr gut. Oh, ich würde halt gern noch irgendein Szenario haben, wo ich euch Chandler's Last Breath zeigen kann. Also ich zeige es euch sowieso, wie es funktioniert dann. Aber ich würde gern ein reelles Szenario haben noch. Boah, wo? Hier vielleicht? Oh, schade. Sehr, sehr schade. Das hätte ein schöner Hit werden können. Wo bist du denn jetzt schon wieder hingelaufen, Bro? Oh, gerade noch so gehittet. Gerade noch so. Aber das Ding ist, Addons auf Nurse, also Nurse-Addons sind halt einfach disgusting, wirklich. Die sind halt wirklich einfach disgusting. Yo, Bro, you do you. Ich sammle hier kurz ein, ne? Kein Problem für dich, oder?
Warte mal, was? Warte mal, boah. Das habe ich nicht erwartet. Also einfach mal predikten. Oh. Ja, ziemlich falsch predicted leider. Aber jetzt fein. Also wir haben jetzt nicht so viel Generatordruck, würde ich mal behaupten, ne? Das ist jetzt nichts, was wir großartig haben hier. Oh, schade. Aber ihr merkt schon, es ist schon crazy, das zu können. Das ist eine crazy Ability. Aber dich habe ich gesehen. Und jetzt fahr. Oh, das hätte ein schöner Blink werden können. Shit. Das hätte wirklich ein schöner Blink werden können. Aber weißt du was? Ich mache sogar was anderes jetzt. Und zwar gehe ich so zurück. Ja! Stark. Sehr, sehr stark gespielt von mir. Und jetzt zeige ich es euch. Zurück. Ah, es ist leider keinem zurückgekommen. Aber basically ist es halt das. Man kann, wenn man beide Blinks aufgebraucht hat, zu seiner ursprünglichen Blink-Position zurückkehren. Crazy cooles Add-on. Vor allem für gute Spieler. Sehr, sehr geil. Ja, geil. Und ich bin ja ein guter Spieler. Darf man nicht vergessen, ne? Kann ich das One-Blinken? Ich glaube schon. Ja. Guter One-Blink. Ey, das Ding ist, ich bin zwar definitiv auf der Seite, dass Nurse einen großen Nerf noch braucht, weil das war auf jeden Fall zu wenig. Aber sie macht halt so viel Spaß auch einfach. Einfach alles mit ihr zu zerstören, ist halt einfach geil. Broski? Bro? Oh, du hast mich gegettet, hä? Ja, okay, das war stark, das war well played von dir. Das lasse ich dir. Das lasse ich dir. Okay. Schade. Aber das Hochblinken, muss ich auch sagen, bin ich einfach scheiße. Beim Hochblinken bin ich immer scheiße, leider. Ja, guter Hit. Oh, du bist weitergelaufen sogar. Hm? Okay, ich verstehe schon. Ich werde jetzt einen Predict-Blink machen. Ah, schade. Sehr, sehr schade. Das hätte geil werden können. Das Ding ist, ich habe oben, glaube ich, wen gehört. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und das jetzt One-Blinken? Nee. Das One zu blinken wäre zu gut gewesen. Aber die haben hier irgendwo einen Boon. Die haben irgendwo hier einen Boon. I don't know wo, aber irgendwo haben sie eins. Hier! Schön, Dad hat abgewartet. Jetzt das Boon-Snuffen. Weg damit. Weg, bitte, bitte. Also das müssen sie wirklich noch ändern. Das fuckt manchmal einfach so hart ab. Das Boon-Snuffen ist wirklich einfach nur nervig manchmal. Aber holy shit, also die Add-ons sind crazy. Und es gibt noch weitere Add-ons mit Nurse. Die werde ich euch natürlich auch gerne mal in der Zukunft zeigen. Weil, ja, sind einfach spaßige Add-ons. Okay, niemand hier. Das Problem ist halt immer, wenn du einen Fully Charged Blink machst, dann ist es halt immer dann der Nachblink. Den kannst du nicht abbrechen. Aber du kannst halt den Blink einfach 99 und wenn du ein halbwegs guter Nurse-Spieler bist, dann schaffst du das halt auch. Oh, das tut mir leid, Homie. Ich wollte das nicht. Vielleicht können wir jetzt irgendwie... Nee, leider nichts mit Nowhere to Hide. Okay, gucken wir mal wegen der Hedge. Okay. Das Ding ist, 40 Meter blinken zu können, ist halt schon crazy. 40 Meter blinken zu können, ist crazy hart. Also da können die Survivor halt auch wirklich wenig gegen machen. Ich meine, zum Beispiel, selbst wenn sie jetzt drüben wäre und so viel Distance hat. Zack. Ich bin hier. Oh. Ja, okay, Bro. Okay. Wir sind heute leider nicht gut drauf. Tut mir leid, Homie. Ich muss die Dominanz von Nurse beweisen und mit einem 3K schaffe ich das nicht.
Mit einem 3K habe ich keine Dominanz. Nicht genug. Nicht genug Dominanz mit einem 3K. Aber die Addons wirklich. Ich meine, Watch. Das ist so krass. Und ich glaube, ich werde euch auch generell in nächster Zeit mehr Nurse-Gameplays zeigen, weil die neuen Addons, ich finde die viel geiler als einfach nur irgendwelche Range-Addons. Das ist einfach viel interessanter, finde ich. Viel, viel aufregendere. Und außerdem gibt es jetzt einen Merciless Killer auch schon für einen 4K. Du musst jetzt nicht mehr Hardcore da überall Iridescent oder so haben. Warte, hier. Hier müsst du nicht alles Iridescent haben, sondern einfach nur einen 4K machen. Und das macht auch die Killer Adepts endlich viel zugänglicher. Finde ich richtig geil. Ich finde die Addons ultra, ultra sick. Machen mega Spaß. Und ich habe echt Bock, mehr Nurse Gameplay zu zeigen. Also Leute, schönen Tag noch. Und schreibt mir gerne eure Meinung zu den Nurse Changes. Und ciao, Leute.